So, kurzer Disclaimer, wir befinden uns ja tatsächlich gerade auf so einer Art von Road to 1K. Also vielen Dank für den Support da auf jeden Fall und lasst gerne weiterhin kostenloses Abo da, wenn euch das gefällt, was ich hier auf dem Kanal mache. Wir haben die Prozentzahl schon gut runterbekommen hier an Zuschauern ohne Abo. Geht natürlich noch ein bisschen mehr und jetzt viel Spaß mit dem Video. Lässt die Zeit weg, oh shit, stimmt. Oh, wir haben Riesenchance, das ist Elfmeter. Elfmeter für uns. Elfmeter für uns. Da ist der Elfmeter. Elfmeter für uns. Langer Ball, Klimovic. Wird gelegt, Elfmeter für uns. Aber jetzt hat Silas Elfmeter. War ja bisher immer sehr, sehr solide. Wäre natürlich geil, wenn jetzt aber wirklich auch gegen Dortmund in Führung gehst, ne? Bis gegen die Bayern in Führung gegangen. Gegen Dortmund auch direkt nochmal. Das wäre natürlich schon ziemlich geil. Der Elfer hier war ein Muss. Jetzt komm, jagen rein, Kerle. Er jagt ihn rein. 1:0. Ist das geil oder was? Schöner Seitenwechsel hoch. Platz, Zeit für Koulibaly. Richtung 16er. Tanzt ein bisschen selber. Abschluss! Boah! Nachschuss! Oh! Gibt's doch nicht, Mann. Aber das war richtig geil gemacht von Koulibaly. Gut, kein guter Schuss. Boah, Mann, Klimovic, Kerle. Der Ball fliegt dem 10, 11 Meter frei vom Tor, fliegt er dem hin und der schlägt ihn drüber. Schöner Ball. Klimovic hat ein bisschen Platz. Abschluss. Oh, der hält Birki. Klimovic muss wirklich an seinem Abschluss. Da hat Klimovic schon zwei richtig dicke Chancen gehabt. Der muss echt an seinem Abschluss arbeiten. Da fällt das 1:1 aus dem Nichts. Ich hab gerade erst die Vergleiche zu Bayern gezogen. Ne? Du bist besser, machst es 1:0. Hast zwei riesen Chancen, wo du es 2:0 machen musst, aus einem von beiden von Klimovic. Und dann fängst du dir aus dem absoluten gar nichts das 1:1. Wie hier. Da haben wir bisher genau den gleichen Spielverlauf wie gegen die Bayern. Aber, oh, Fehler Dortmund. Mangala, Abschluss. Schießt nicht. Silas! Ja, Mann, Junge! Zweites Ding von Silas! Zweite Kiste von Silas! Ist das geil! Ist das geil! 2:1. Was war hier von Jubel, Mangala und Silas machen? Die für ein Jubel. Ganz komisches Ding. 2:1. Geil gespielt. Mangala macht es gut, lässt sich fast ein bisschen Zeit oder fast ein bisschen viel Zeit, spielt ihn rein. Riesenfehler von Dortmund. Mangala holt das Ding, könnte direkt spielen, macht es nicht, läuft selber bis an die Linie runter, spielt hoch, Silas hat das Ding und verwandelt. Ist das geil, Mann. Ja, oh, Förster! Förster! 3:1, Philipp Förster. Ihr habt schon geschrieben, Glück habe ich es nicht gesehen. 3:1, Philipp Förster. Nicht euer Ernst, Philipp Förster. Philipp Förster. Philipp Förster, leck mich am Arsch, das ist nicht euer Ernst. Wir führen 3:1 beim BVB. Und das, muss man dazu sagen, in der Höhe verdient. Gerade kann ich halt leider nicht mehr auf YouTube streamen. Ich habe die Funktion nicht. Aber wie gesagt, dieser Stream jetzt, dann haben wir Union am Dienstag und den Gaming-Stream am Donnerstag. Die sind alle nur auf Twitch. Und dann noch zum Abschluss. Wow, was eine Chance. Klimovic. Alter Bruder, das muss 1:4 sein von Klimovic. Jetzt schon drei Riesenchancen gehabt, Klimovic. Innenpfosten. Wie viel Freiraum hatte der da gerade? Silas, Alter, die Dortmunder spielen Fehlpässe, das ist der Wahnsinn. Die Dortmunder spielen Fehlpässe am laufenden Band. Koulibaly, Platz, Zeit. 4:1. 4:1. 4:1. 4:1. Tongi Koulibaly, wir zerstören Dortmund. 1:4. Eckloff kommt gleich, Ehrenaktion von Matarazzo. Einfach auf Ehrenbasis nach hinten lehnen und das Spiel genießen. Bin mal sehr gespannt. Also da musst du durch aus unserer FIFA-Sicht, da brauchst du irgendeine Special-Karte für 100%. Du gewinnst nicht immer mal wieder 4:1 beim BVB. Du musst irgendwem eine Special-Karte geben. Bin sehr gespannt darauf. Boah, Gonzales. Der hat Tempo, Junge. Gib Gas. Weg an dem Hummels, Junge. Jetzt gibst du Gas. Foul! Elfmeter! Bruder, was? Das muss der zweite Elfer sein. Digga, im Vollsprint von Hummels gelegt.
Das muss doch der zweite Elfer sein, the fuck? Moukoko. Und da fällt es 2 zu 4. Abseits, nichts gibt's, zählt nicht. Zählt nicht, 1 zu 4, Tor aberkannt. Sehr chillige Nummer. Puh, Dankeschön. Boah, wieder ein unfassbarer Fehlpass. Jetzt hat González richtig Platz. Komm, González, mach deine Bude. Frei auf den Keeper. Wir führen 5 zu 1, Bruder. Und John Zeiser geknipst nach der Einwechslung. 5 zu 1 und auch wieder geschenkt. Geschenkt durch den rotzschlechten Pass von Schulz im Aufbau bei Dortmund. Langer Ball, und Zeiser mit dem Tempo frisch. 5 zu 1. Arsch, arschgeile Nummer. 5-1 gewonnen gegen BVB. Unfassbar. So kannst du gegen absolut jeden Gegner bestehen. Außer vielleicht die Bayern, weil die halt ein bisschen mehr Glück haben noch, ein bisschen mehr Klasse haben noch. Oder halt Leipzig auch, aber sonst halt ganz gegen alle bestehen. Weiteres Fazit zur Geschichte bekommt dann, wie gesagt, im Podcast dann, der vermutlich nächste Woche schon Dienstag kommt. Sonst vielen Dank für den Stream. Sehr coole Nummer gewesen. Kantersieg beim BVB, Weltklasse, genießt den Scheiß-Sieg. Bei mir ist er auch noch nicht ganz verarbeitet, aber die Tage wird er verarbeitet sein dann. Und realisiert, was wir gerade gemacht haben. Genießt den Sieg, schaut ihn euch so oft an, wie ihr nur wollt. Nicht abheben, nicht in Richtung Europa League oder sowas träumen. Wir werden unsere Verantwortung hoffentlich auch nicht machen, aber einfach genießen, dass wir einen unfassbar geilen Fußballspiel diese Saison bisher. Dass uns jetzt mal richtig, richtig gekrönt haben im 1 zu 5 beim BVB. Und dann, Jungs, genießt euer Wochenende, genießt euren Samstagabend. Ich bin raus, haut rein, bis zum nächsten Mal, Jungs.